Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ja, ich war nicht untätig gewesen. Ich habe die fünfte Perle gewonnen. Das ist kein Hovercraft Motor Jade. Das ist kein Hovercraft Motor Jade. Und, Nehmen uns ein Raumschiff. Dann können wir ihn einbauen. Ja, ich habe doch ein Raumschiff. Ah, verdammt, ich bin mit dem Hovercraft hergekommen. Okay. Ja, ich habe von Francis die erste Perle gewonnen. Und warte jetzt auf E-Mail, dass der liebe Francis noch eine zweite Perle für uns hat. Ich hoffe, das wird er ja auch irgendwann mal sagen. Ja. Aber erstmal holen wir jetzt uns unser wunderschönes Raumschiff zurück. Denn damit muss ich zur Mamagos Werkstatt. Damit die da den Sternantrieb einbauen können. Und ich hoffe, der kommt heute noch. Beziehungsweise ich finde das heute noch. Es ist noch irgendwo abgestellt. Nur wo? Ah, da vorne fliegt's rum. Meins! Komm her! Rechtsklick! Ja, wunderbar. So ist das doch gleich viel angenehmer. Wow! Dann bauen wir jetzt den Sternantrieb ein und... Na, vielleicht fliegen wir auch schon zum Mond. Wer weiß, wer weiß. Lasst euch überraschen. So. Mamagos. Ihr Schweine. Ja. Abdocken. So, jetzt müsste es eigentlich da sein. Kommt rein, Freunde! Willkommen! Wenn ich das richtig im Sinn habe. Ich bin da jetzt ganz unsicher. Ganz, ganz unsicher, ob ich den Sternantrieb jetzt dafür benutzen darf. Beziehungsweise ob er jetzt sagt, es ist okay. Das ist kein Hovercraft Motor Jade. Ich habe doch ein gottverdammtes Raumschiff. Es steht doch draußen. Können wir ihn einbauen? Mann! Es fliegt hier irgendwo über uns. Jetzt mache ich das anders. Also, so ja hier nicht. Jetzt ärgert mich das Spiel schon. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ja, und wir haben wieder diesen komischen Soundbug. Ich weiß nicht warum. Ich finde ihn auch ein bisschen nervig. Da, linke Maustaste zum Landen. Ab beim Mamagos landen. Ich will mir jetzt, wenn wir den Sternantrieb haben. Und damit kommen wir von der ganz anderen Seite von Mamagos. Her mit dem Sternantrieb. Den habe ich mir so redlich verdient. Und der Einbau ist inklusive, Jade. 16 Perlen. Lass dir so eine Gelegenheit nicht... 16 Perlen haben wir noch. Scan-Analyse. Tja, damit haben wir unseren Sternkraftmotor, den wir mit Q im Hovercraft aktivieren können, wenn wir ihn ausgewählt haben, beziehungsweise in unserem... Ja, in unserem Raumschiff, ne? Wir kommen. Und ihr Mamagos betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Aktivieren! Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Ja. Welches ist es denn? Es müsste eigentlich das hier sein. Nein. Ja. Nein. Das. Und mit Q aktivieren. Na, das funktioniert ja eben gerade. Das funktioniert ja eben gerade. Nämlich nicht. Oh, verdammte Scheiße, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Der funktioniert nicht! Ich hab mir Scheiße eingebaut! Der tut's nicht! Fliege jetzt zurück, also da muss ich mich jetzt aber beschweren, das geht so nicht. Kann doch hier nicht wahr sein, dass sie mir hier so einen Krebs verkaufen. Oh, guck mal, eine Farm. Mach mal groß! Es gibt Ärger! Es kommt noch härter! Ich will jetzt nicht loslassen. Nein, ich will nicht loslassen. Landen. Müll abwerfen auf festem Boden verboten. Ja, Müll abwerfen auf festem Boden, ja. Ich wollte aus Versehen mein Hovercraft abstöpseln. Boah, was habt ihr mir denn für einen Scheiß verkauft? Na, Isam. Ist doch nicht wahr? Ey! Ich kann damit nicht abheben. Das ist voll die Sauerei. Kollege. Aha, du wirst es nicht bereuen. Die Mama-Jungs stecken voller gute Ratschläge. Ja, toll. Jetzt haben wir den Sternantrieb, können ihn aber nicht benutzen. Das wird doch nicht wieder ein Feature sein? Bitte nicht, liebes Spiel, bitte nicht. Komm schon. Nein, ich will nicht noch wieder landen. Nein! Ach, Leute. Ich glaube, das Spiel möchte mich jetzt gerade veralbern. Wir können nicht in den Weltraum fliegen.
Mann, was ist denn das jetzt eben gerade? Ah, wir haben Post. Ah, Jade. Falls es dich interessiert, ich habe eine neue Perle als Spieleinsatz. Aber die wirst du nicht bekommen. Ich übe Tag und Nacht. Du bekommst keinen Puck auf meine Seite. Ja, das werden wir ja sehen. Denn ich bin mittlerweile ziemlich gut in diesem Spiel geworden. So, dann tun wir das hier nochmal beiseite. Oh, verdammt. Ja, da sind wir ein bisschen zu doll. Unerlaubtes Manöver. So, weg damit. Hoch. Ist egal. Muss sein. Denn ich will jetzt zurück in die Stadt. Ich will jetzt die letzte Perle holen. Dann haben wir sie alle. Dann habe ich alle Perlen. Dann bin ich reich. Auch wenn ich ihm gerade wieder vollkommen falsch fahre. Von der Seite aus bin ich mittlerweile gewohnt, wo ich ranfahren muss. Und von der anderen Seite bin ich es nicht gewohnt. Und ich habe immer noch diesen Soundbug. Es tut mir leid. Aber gleich in der Bar haben wir wieder unsere geile Musik. Das lohnt ja auch. Das reicht ja auch schon. Alpha ist Mörder. Liana steht auf. Kämpft mit Iris. Ja. Wenn das hier nicht funktioniert, dann muss ich das halt eben machen. Hey Francis. Hey Jade. Na klar, mich kleines Spielchen machen. Ja, er hat viel geübt. Ich auch. Los. Denn wenn ich mich konzentriere, dann komme ich hier ziemlich gut vor. Boah, was? Du hast mehr als nur geübt. Du hast gecheatet. Hallo. Los. Habt ihr das gesehen? Ja gut, das war schon scheiß Schad. Das kann schon nichts werden. Ich kriege hier aber auch nicht die richtigen Sachen angewählt. Ja, genau Maus. Genau Maus. Ja. Okay, das hat sich eigentlich schon so gut wieder wie erledigt hier. Na, vielleicht kann ich es nochmal rumreißen. Unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Vielleicht mit etwas Glück. Ja, das Glück ist mir gerade nicht hold. Ja, wir freuen uns darüber, dass wir einen ganzen bescheidenen Puck zu ihm rüber gekriegt haben. Guckt euch das an. Der macht einen Schuss und hat 50 Pucks bei uns drüben. Okay, Leute, das werde ich dann mal wieder offscreen machen, denn ihr seht, ich habe auch nicht mehr allzu viel. Denn ich war einkaufen, man siehe, man staune. 7 von den großen Teilen, 6 von den kleinen Stackos. Ich speichere nochmal kurz und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann sagen kann, ich habe alle Perlen und ich weiß dann auch, wie der Standardtrick funktioniert. Ich bin Hello1986, bis dann!